Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber-Insel. Und ihr seht schon im Hintergrund. Oh, Baby, oh, Baby. An alle, die es der letzten Folge nicht mitbekommen haben, Freunde, wir haben jetzt einfach eine Elytra am Start. Und Bro, es ist so krass. Junge, ich bin gefühlt der einzige YouTuber neben Ente, der by the way noch eine zweite hat, der einfach eine Elytra hat, Freunde. Wir können jetzt überall rumfliegen. Jeder benutzt da seinen Treizack und muss immer durchs Wasser gehen. Wir können aber jetzt machen, was wir wollen. Und ich schwör's euch, das macht so krass viel Spaß, Freunde. Wir sind sogar gerade, ihr seht es ja im Hintergrund, dann alle, die letzte Folge gesehen haben, wir sind gerade noch in der Base von Ente, wo wir hier den Kopf abgebaut haben, alles drum und dran. Und ich wollte nochmal ganz kurz abchecken, ob er inzwischen noch irgendwas Neues hier reingeknallt hat. So, Effizienz 5 nehmen wir jetzt mal mit. Ich glaube, den hat er neu hier, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Aber ja, es fühlt sich so gut an, hier zu sein, Freunde. Wir haben endlich Ente und den Alpha-Clan besiegt. Alpha-Stein ist gebannt. Für immer, der wurde permanent gebannt und Ente hat nichts mehr. Wir haben ihn komplett hops genommen. Das heißt, es könnte heute wirklich mal die erste Folge in Frieden sein. Und deswegen würde ich sagen, lasst schon mal einen dicken Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und ab heute, ich habe schon gehört, ein paar YouTuber wollen uns jetzt irgendwie jagen. Halt jetzt nicht wegen Beef oder so, sondern einfach, weil sie die Elytra haben wollen. Weil dieses Item, Freunde, ist das wohl krasseste und seltenste, was es überhaupt gibt. Ich werde, by the way, in der heutigen Folge das auch noch umbenennen. A Wife's Flügel oder so, wie damals bei der YouTube-Insel 1. Junge, es ist so krank. Aber ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum, Freunde. Ihr seht schon, Army ist online. Weil wir müssen jetzt gleich erst noch was besprechen wegen Flauschi, weil, ey, Freunde, ich komme gar nicht mehr klar. Junge, hier die Base noch von Sue und so. Ich glaube, Sue ist sogar zu Hause. Warte, wir können ja mal vorbeifliegen. Hallo? Hallo, hallo? Zieh mal ganz kurz die Elytra raus. Ich weiß nämlich noch nicht mal, ob Sue weiß, dass wir eine Elytra haben. Hallo? Das Ding ist, wenn ihr das hier gerade seht, Freunde, ist jetzt gerade erstmal ein Video online gekommen. Das heißt, die meisten YouTuber dürften noch gar nicht wissen, dass wir die Elytra haben. Aber okay, anscheinend ist hier eh keiner. Dann können wir wieder weiterzischen. Junge, es macht so viel... Da war's, Ju! Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen. Nein! Komm runter! Hallo? Lukas? Hallo? Na? Geht's dir gut? Was geht? Alles fresh bei dir, mein Freund. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Lukas, kannst du mal ganz kurz nochmal zeigen, was du gerade anhattest? Was? So auf ihrem Bruder. Wie war's? Was denn? Bro, rede ich gerade Spaß? Hä, willst du mich gerade verarschen? Nein, alles gut, du meinst das Horn, hör? Ja, genau, das meine ich. Yeah. Natürlich meine ich das nicht. Hey, was denn? Ich habe kurz gedacht, das wäre Ente da gerade über Bro, mich. Bro, wie kann es sein, dass du genau hier stehst? Bro, das ist meine Base. Wieso soll ich hier nicht Junge, stehen? Ich wollte gerade mein Intro machen und dann sehe ich... Bro, dieses Geräusch von dieser Elytra, man hört das über 100 Kilometer. Ich sag mal so. Ganz kurz stehen, mein Freund. Ja, hallo? Ich sag mal so, ich wusste es so oder so, weil ich dein Video mir angeguckt habe, ja? Also was wusstest du denn? Ich wusste, dass du die geheime Base von ihm gefunden hast. Ich muss auch sagen, Chapeau, deine Falle war echt geil mit Amir, wirklich Hut ab. Bro, und ich bin sogar froh, dass einer von den Guten jetzt einer von uns diese Elytra hat. Safe, Bro, aber, safe. Bro, nicht, dass wir Probleme dadurch bekommen, weil ich sag mal so, ich habe wirklich mit aller Kraft mich dafür eingesetzt, dass du keine weiteren Probleme bekommst. So, Alpha Stein wird höchstwahrscheinlich auch wieder entbannt. Bro, ganz und, kurz, ganz kurz. Wenn irgendwer gebannt wird wegen der Elytra, dann wäre das schon längst passiert. Der Admin hat das schon vor Tagen gesehen. Also, da mache ich mir irgendwie keine Sorgen mehr. Ja, das Ding mit Ente, keiner hat ihn verpetzt. Und ich gehe mal stark davon aus, du hast ihn auch nicht verpetzt, oder? Nee. Ja, und das ist das Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand, wenn irgendjemand... Guck mal, ich habe die Elytra auch schon einmal benutzt. Das heißt, ich stecke ja auch in große Schwierigkeiten, falls irgendjemand das petzen sollte. Warum hast du die schon benutzt? Woher? Guck mal, ich kann dir das erzählen. Er hat mir das auch für einen Moment ausgeliehen, weil ich zu dem Zeitpunkt gesagt habe, komm mal, lass uns dieses Item nehmen, um zum Admin gehen. Er hat mir das dann gedroppt. Hat dann gesagt, okay, weißt du was, ich gehe selber zum Admin, ich will selber alles in Kauf nehmen. Ente oder hab ihn das dann wieder, ja, genau, Ente. Hab ihn das wieder zurückgegeben und dann habe ich festgestellt, dass er mich verarscht hat. Er hatte mich einfach geprankt. Hä, Bro, das ist das Ding an der Geschichte. Boah, ich sag dir ehrlich, also wenn der Admin mir sagt, gib das Ding ab, ich gebe es sofort ab, gar kein Problem. Ja, natürlich, aber weiß ich auch. Also das fände ich jetzt auch doof, weil ich meine, Ente... Warum hast du eine Schalker-Kiste in deiner Hand gehabt gerade? Hatte ich nicht. Ich habe die Schalker-Kiste auch gerade gesehen. Bro, du hast übersehen. Wer ist das? Dein ist Bro, einer. Bro, das ist doch unfair gegenüber uns allen anderen. Ich hab dich! Auch das haben. Ich habe diese Schalker-Kiste gerade gesehen. Auf zu lügen. Ich habe eine Überraschung für dich. Und zwar ein Goldapfel. Ich muss jetzt mal wieder los. Hey, wer ist das? Warte mal. Das ist Yami, oder? Yami weiß davon, glaube ich, noch gar nichts. Nee, er sollte. Aber Bro, bitte, Bro, ey, ganz kurz hängen das bitte nicht an die große Glocke. Ich will das auch nicht mehr. Junge, jeder will mich jagen und so. Ich wette, Banks und so, die werden mich alle jagen, damit die bekommen. Ich will, dass es 100%. Noch keiner weiß. Aber Bro, ich gehe davon aus, dass wir halt keine Probleme bekommen. Aber wenn wir Probleme bekommen sollten, dann stecken wir alle in der gleichen, im gleichen Boot. Was weißt du? Aber Lukas, kannst du mir kurz das Item geben? Einmal nur ganz kurz. So ein bisschen zum Fliegen. So ein kleines bisschen.
So einmal kurz über die YouTuber-Insel. Bro, ich will nur einmal über die YouTuber-Insel. Das Ding ist, ich kann ihm eigentlich vertrauen, ne? Aber. Nee, Bro, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Bro, das Eigentum von den Wasserkriegern, deswegen. Das ja, Eigentum von den Wasserkriegern. Das ist ein illegales Item, Junge. Ich muss dann erstmal los. Hau rein, Bro, ganz kurz. Ich küsse doch dein Herz. Ciao. Ey, du bist richtig fies. Junge, jeder will diese Elytra haben, egal wer. Jeder will damit fliegen und keine Ahnung was. Es ist halt auch so viel leichter, egal was man macht, Freunde. Viel, viel geiler, ich schwör's euch. So, wir gehen jetzt aber zuallererst mal ganz kurz hier zu unserer Base, Freunde. Ihr seht schon, Army und ich, wir haben hier komplett alle Linien fertig gezogen. Wir müssen jetzt nur noch Wasser rausmachen. Das Ding ist, viele von euch haben ja mitbekommen, dass Flauschi nicht mehr Teil der Wasserkrieger ist. Aber das halt nicht, weil wir sie rausgeschmissen haben, weil wir sie nicht mehr mögen oder so, sondern weil sie ins End gegangen ist und einfach permanent gebannt wurde. Und gerade weil wir dachten, dass sie jetzt eh gebannt ist, ist sie halt raus, weil wir haben sie nicht rausgeschmissen, weil wir sie nicht mehr mögen, sondern weil sie halt gepermabannt ist, dann würde sie auch nie wieder zurückkommen. Und wo ist die Logik, dass wir dann die Person noch drin lassen sollten? Aber irgendwie hat jetzt Flauschi in dem neuesten Video komplett gegen uns Wasserkrieger geschossen, was irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat. Aber ihr seht schon, Armin will jetzt eh darüber einmal reden. Freunde, wir ziehen uns jetzt einmal alles zusammen rein. Ich werde Flauschi auf jeden Fall schreiben, in der Hoffnung, dass sie heute wenigstens einmal kurz kommt, dass wir noch mit ihr reden können. Weil dieses ganze, ja, nur Armin und ich reden und sowas bringt es halt auch nicht. Im Endeffekt müssen wir uns alle fairerweise an einen Tisch setzen. Und dann ist das ganze Thema auch schneller geklärt, denke ich, Leute. So. Hallo, hallo? Ah, hier, ach, da bist hier. Du. Was geht, Bro? Was geht? Ja, sorry, ich bin noch ein bisschen rumgeflogen. Du weißt ja, wie es läuft, Mann. Stimmt nicht. Das war gerade knapp. Okay, ja. Okay. Ja. Ja, Bro, lass uns mal ganz kurz jetzt besprechen. Ich habe gerade schon mal grob angesprochen mit Flauschi und so. Bro. Ja, ich habe es nicht verstanden, warum sie jetzt da diesen Mist gemacht. Und sie kam auch bisher nicht einmal hin. Also bei mir hat sie nicht einmal gerechtfertigt, nicht einmal erklärt, nicht einmal entschuldigt oder was. Weiß ich. Ich habe keine Reaktion gesehen. Also sie hat uns auch wirklich das, ja, nicht einmal geschrieben, hey, lass uns mal hinsetzen. Ich habe ihr jetzt eben mal geschrieben. So wie es aussieht, hätte sie auch Zeit. Warte, ich schreibe ihr mal ganz kurz. Aber weil ich mich frage, wie ist sie eigentlich wieder zurück zur YouTuber-Insel gekommen? Bro, das war irgendwie alles nur ein Prank und so. Ich blick da selber nicht ganz durch, aber ich habe gerade auch schon gesagt, ich glaube wirklich am schlauesten wäre es, wenn wir zusammenkommen. Und Flauschi hat mir sogar geschrieben, dass sie gleich kommt. Sollen wir einfach ganz kurz warten, bis sie kommt? Ja, lass mit dir das mal besprechen. Bro, ist halt, ich sag dir ehrlich, ist halt ein wichtiges Thema. Und im neuen Video, was ich gar nicht verstanden habe, hat Flauschi einfach das hier gesagt. Tag jede Nacht dieses Loch ausgehöhlt, dich nur von fertigen Nudeln ernährt und kein Sonnenlicht gesehen. Ja, ich habe auch nichts mehr getrunken. Du ohne Wasserkrieger, die Wasserkrieger ohne dich? Das gibt's nicht. Naja, das gibt's Wasserkrieger nicht. Ohne Flauschi sind nur Loser. Die Tropfenkrieger sind das nur. Tropfenkrieger. Sind winzige Tröpfchen, mehr nicht. Toilettentaucher sind du, das. Du warst... Bro, warum frontet uns Flauschi, Junge? Du hast deinen komischen Prank gemacht, du wurdest gebannt. Was können wir dafür? Ey, Freunde, ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Keiner hat Flauschi irgendwas Böses gemacht. Die macht da ihren komischen Prank als Loyalitätstest. Bro, keine Ahnung. Wärst du loyal, hättest du es uns doch einfach gesagt. Also wirklich gar kein Plan, was hier gerade abgeht. Und warum jetzt direkt so gegen uns geschossen wird und kein Plan was. Ich meine, aktuell hat Flauschi ja sogar noch ihr Haus bei uns in der Base. Und irgendwie, es macht gar keinen Sinn. Ich muss halt auch ehrlich sagen, das Ganze enttäuscht mich ein bisschen. Sie hat auch irgendwie gesagt, sie hat ein Angebot von Banks bekommen, in den Clan zu gehen. Und hat auch schon überlegt. Also ich weiß nicht, unter einmal Wasserkrieger, immer Wasserkrieger, verstehe ich ein bisschen was anderes. Und ich sag euch ehrlich, so ein bisschen bin ich auch enttäuscht über die ganze Sache. Aber ich hoffe, das Ganze klärt sich jetzt gleich, weil Flauschi hat geschrieben, sie kommt jetzt, Freunde, und ich würde sagen, dann klären wir das gleich in unserer Base. Let's go. Okay, Freunde, Flauschi sollte jetzt jeden Moment kommen. Ihr seht es gerade im Hintergrund. Armin ist denn hier noch da? Hallo? Hey, was geht, Flauschi? Hallo? Was moin, geht ab? Moin, was hi. Geht? Willst du dich hier rübersetzen? Ja, Moment, so, ja. Okay, okay. Ja, wir wollten mal besprechen, was abgeht, weil irgendwie blickt keiner mehr so richtig durch. Und jetzt haben wir halt gesehen, hier mit Toilettentaucher und Losern und keine Ahnung was und... Ja, ich glaube, bevor wir jetzt jeder irgendwas selber denken, sprechen wir einfach direkt drüber. Okay, das fängt an. Ja, mir egal. Ich kann gerne anfangen. Ja, fangen wir an, Amir. Also, es fing ja so an, Avive wurde ja erpresst von Rustic und Alphastein. Dass wir hier mal sitzen und so drüber reden. Und dadurch haben sie sich ja irgendwie ins Endline gezogen und alles. Können, ne? So, was ist? Avive und Rustic haben Bann bedroht bekommen. Rustic hat den Bann auf sich genommen. Und kaum war die Sache geklärt, auf einmal sehen wir im Video, Flauschi ist gebannt. Ja. Wir sehen, wie du einfach ins End reingehst, wie du Elytras für dich und Kenny holen willst und dadurch gebannt wurdest. Das haben wir null gecheckt und da haben wir auch gedacht, hey, was sollte das und so, dass sie einfach da reingeht, einen Bann holt für nichts, einfach nur für so einen dummen Grund. Und da haben wir gesagt, ey, dafür stehen die Wasserkrieger nicht und dadurch, dass du eh gebannt bist, kannst du nicht spielen, dass du dann erstmal raus bist. Ja, okay.
Das war ja kein richtiger Kick, weil wir dich nicht mögen oder so, sondern du warst halt permagebannt so. Dann bist du halt nicht mehr da, so natürlich bist du dann raus irgendwie. Ja, das verstehe ich ja. Das war ja alles nicht echt, das wisst ihr ja mittlerweile, oder? Ja, jetzt. Ja, ich hab's eben auch gesehen. Ja, und ich wollte einfach nur gucken, wie die Leute reagieren, wenn ich gebannt werde. Und da hab ich mich ein bisschen alleingelassen gefühlt, wenn ihr mich dann direkt rauskickt. Aber wie sollen wir denn sonst reagieren? Also, warte mal, aber hast du was mitbekommen, was alles passiert ist? Er war wurde erpresst und alles. Da habe ich mich auch voll drum gekümmert. Da warst du ja auch nicht da. Ja, aber ich habe andere Sachen zu tun. Es gibt das Real Life auch noch, Leute. Ja, aber wie sollen wir dann gucken, wie wir reagieren, wenn du wegen einem dummen Grund gebannt wirst? Was sollen wir dann machen? Hättest du ja, keine Ahnung, wärst du gegangen, hättest du endlich gesagt, ja, ich will jetzt irgendwie Alpha-Stein fertig machen oder sonstiges. Dann hätte ich das voll verstanden. Dann wäre ich voll hinter dir. Dann hätte ich wahrscheinlich, wie Rustig jetzt, wahrscheinlich hätte ich über die Petition gemacht. Versuch dich zu bannen, bis zum geht nicht mehr. Das verstehe ich auch nicht. Das war ja voll der dumme Grund. Das ich wollte euch ja nur testen, quasi. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, wenn das ein Test war, dann ist jemand durchgefallen. In meinen Augen bist du durchgefallen, Flauschi. In meinen Augen seid ihr durchgefallen. Ja, okay. Dann verstehe ich nicht, warum du dann uns dann anfängst zu beleidigen und uns dann irgendwie so darstellst, dass wir hier nichts gemacht hätten. Ich will nichts sagen, aber ohne meine Farm hätten wir die Blöcke nicht. Ja, alles, was ihr gemacht habt, ist mich rausgekickt aus den Wasserkriegern, weil ich gebannt war. Du hast dich ja quasi mit der Aktion selber rausgekickt, du warst ja gebannt. Ich war ja nicht gebannt. Ich war nicht gebannt von der Insel hier. Ja, aber das wussten wir ja nicht. Aber hast du uns ja nie Bescheid gesagt? Ja, ihr habt auch nicht gefragt. Du warst ja weg! Oh, ich weiß nicht, ob das hier zu irgendwas führt. Du warst gebannt und dann beleidigst du uns, dann stellst du uns so dar, als ob wir nie was gearbeitet hätten, dass alles du hier aufgebaut hast und so. Das finde ich sehr unfair. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe sehr viel hier gemacht. Ja, haben wir alle. Und das kannst du nicht leugnen. Ja, das haben wir doch alle. Oder womit hast du... Lukas womit? Mehr oder weniger, nicht an, aber ich wir auf jeden Fall. Ich war auch dabei. Lukas hat die Creeper-Farm für uns gebaut, Lukas hat die Geheimbase komplett Ich hab vom Loch geredet. Aber die Wasserkrieger sind noch mehr als nur ein Loch. Die Wasserkrieger ist das Bündnis von uns drei Freunden, die hier alle zusammentun und wir hier zusammen überleben und die Stärksten werden. Jeder bringt seinen Zoll mit. Rustak schreibt, dass er mit mir redet. Oder womit hättest du denn hier gebaut? Wir haben doch auch alles gefarmt bis zum Gehtnichtmehr. Ich hab mir noch in jede verdammte Wasserruine gegangen, hab die Schwämme besorgt. Ja, pass auf, ich glaube, um das einfach ein bisschen abzukürzen. Wir haben uns ja quasi eh schon entschlossen und irgendwie... Ich glaube, das führt jetzt zu nichts, wenn wir so weiterreden. Und ich, keine Ahnung, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt die ganze Zeit streiten und keinen Plan. Du hast so deine Ansicht, wir haben unsere Ansichten. Aber ich glaube halt nicht, dass es dann irgendwie noch so richtig passt. Weißt du, ich meine, Flauschi? Für uns war das halt auch. Wasserkriege heißt für uns halt wie Familie. Man hält zusammen und. Warum Loyalitätstest? Ich habe halt generell nicht verstanden, warum man überhaupt so einen Test macht. Natürlich. Ich wollte einfach wissen, was passiert. Ihr habt mich rausgeschmissen, also. Kurz vorher, also miteinander reden. Also wir reden ja nicht nur hier im Spiel. Ihr könnt auch irgendwie kurz eine Discord-Nachricht schreiben oder so, was denn passiert ist und ja. Ja gut, wir haben halt gesehen, was passiert ist. Und ja gut, wir wussten auch nicht, dass es ein Prank ist, keine Ahnung. Ja, es war kein Prank. Ein Prank war es nicht, es war ein soziales Experiment. Ja, keine Ahnung. Ich habe das gar nicht gefühlt, ich weiß das nicht, Experiment. Ne? Besonders zu der Zeit, wo Lukas erpresst wurde, dass er dann Hilfe gebraucht hat, ein soziales Experiment. Da sagt Armin wahre Worte. Ja, egal. Ja, keine Ahnung. Na gut. Ich würde sagen, pass auf, das ist ja jetzt ja kein... Wir sind ja Freunde. Ja, das kann auch gerne so bleiben. Aber ich glaube wirklich um bei den Wasserkriegern zu sein, wir sind halt wie eine... Egal was passiert, man hilft sich gegenseitig. Wenn Armin entführt wird, dann lassen wir alle stehen und liegen und probieren Armin wieder zu retten und keine Ahnung was. Und das war ja jetzt so in der letzten Zeit. Und da warst du halt auch sehr wenig da. Und ja, du hast auch andere Sachen zu tun und dies und das. Aber ich glaube, ja, es wäre schlauer, wenn jetzt wirklich wir das halt so, wie wir es auch angekündigt haben, erstmal, dass du erstmal raus bist von den Wasserkriegern. Aber. Was denn? Man darf ja nicht vergessen, was du alles gemacht hast. Also wohnen hier und die Sachen mitbenutzen und ein Haus. Das sollte natürlich klar sein. Aber haben wir aber auch schon gesagt in den Besprechungen, wo wir dich mäßig rausgeschmissen haben, dass du trotzdem hier alles behältst und so. Wir machen ja, das soll kein Beef sein, ne? Wir mögen dich immer noch als Freundin so, Flauschi, komplett. Und wenn du angegriffen wirst, kannst du immer noch zu uns kommen, natürlich. Aber du kannst natürlich auch da vorne noch weiter wohnen bleiben und. Also daran soll es jetzt nicht liegen. Das wurde übrigens gesprengt. Ich hab's mitbekommen, ich hab's gesehen, da fehlt was. Junge, warum ist Stani überhaupt wieder da? Gesprengt. Dem müssen wir uns auch noch kümmern. Der hat auch, er kommt wie auch und immer, sprengt das Haus gedacht, dass es Banks gehört und deswegen hat er das gesprengt, aber ich versteh's nicht. Man könnte ja auch gar nicht auf die Idee kommen, dass das hier die Wasserkrieger sind. Da stand ja auch Flauschis Haus vorne dran, da war ein Schild. Ja, aber es ist halt Stani, ne? Also im Endeffekt, ja. Egal, mit dem haben wir eh eine Rechnung offen. Der war ja irgendwann weg einfach nur und... Egal, mit dem will ich auch sowieso nochmal reden. Ja, aber gut, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal geklärt. Weißt du, bevor jetzt wieder jeder in seinen Videos irgendwas sagt und dann reagiert man blö und blö und blö. Ist, glaube ich, jetzt so die beste Lösung gewesen.
Ja, ja gut, wenn ihr irgendwas braucht, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Jo, alles klar. Ja. Alles klar. Auch dann sehen wir uns. Tschüss. Ciao. Ja, Bro, ich glaube, das war jetzt die beste Lösung, oder? Warum? Ja, mit dem Front und so, das war halt super unnötig, ne? Ich muss halt auch ehrlich sagen. Keine Ahnung, ist schwer, ist schwer. Aber siehst jetzt erstmal raus bei den Wasserkriegern. Was hättest du sonst gemacht? Ich hätte rausgeschmissen. Nee, so wie das Endergebnis ist das, was ich auch gehabt haben wollte. Aber ich sag, ehrlich, mir liegt noch ein bisschen was auf dem Herzen, aber ich lasse die Sache jetzt einfach ruhen. Okay, okay. Ja. Bro, ich glaube irgendwie Beef und so, das bringt ja im Endeffekt alles nichts. Ich meine, wir sind ja trotzdem flauschig, bis auch. Bro, ich bin da übel dankbar. Alleine wie viel die hier uns geholfen hat und keine Ahnung was. Nur jetzt so dieses ganze soziale Experiment. Bro, sie hätte mal lieber als soziales Experiment machen können, wie sie hilft, mich zu befreien, Junge. Ja. Also ein paar Sachen haben nicht so Sinn ergeben, aber ja. Bro, du weißt, ich würde für die Wasserkrieger sterben, Digga. Ich würde alles aufgeben. Ja, Junge, ich doch auch. Aber sie hat nicht. Genauso. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, warum es halt keinen Sinn macht, dass sie dabei ist. So. Wir müssen auch mit Max noch drüber reden, wenn er mal wieder da ist. Ja, auf jeden Fall, Bro. Der gehört ja auch noch genau dazu. Den dürfen wir auch nicht rauslassen, weil er gerade leider nicht da und. Ja, das stimmt. Ja, ich, ne? Ich flieg nochmal. Rustik sucht dich. Rustik? Ja, ja. Ey, der hat mir eben. Und der hat mir WhatsApp geschrieben. Ja, ich glaube, ich gehe mal zu Rustik. Okay. Zu Rustik. Bis später. Du bist noch an der Base hier, ne? Ich gehe kurz zu meiner Farminsel. Ja, aber ich komme gleich auch nochmal rüber. Tschö. Ja, ciao. So, Freunde, okay, wir fliegen los Richtung Rustik. Schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, das haben wir jetzt so ganz gut gelöst mit Flauschi. Klar, wir hätten jetzt auch mehr fronten können und was weiß ich, weil sie hat uns auch wieder so ein bisschen beleidigt als Toilettentaucher und Loser. Und aber, Freunde, das führt zu nichts und ich würde sagen, unnötig Beef ist jetzt egal. Wir gehen einfach nicht drauf ein. Der Klügere gibt nach, wobei ich nicht wirklich klug bin. Ja, ja, moin. Aber ja, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zu Rustik. Ich gucke mal erstmal überhaupt, wo der ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei Rustik sind. Let's go. Okay, Freunde, Rustik hat mir gerade geantwortet. Und so wie es aussieht, ist er bei Paulberger Hills. Junge, ich wäre einfach über die ganze Insel geflogen. Voll unnötig. Und? Hä? War der da? Oder sah das nur so aus? Doch? Hey! Was geht? Was geht? Alter, du fliegender Holländer, mein Lieber. Ich wollte kurz mit dir reden, ich weiß nicht, vielleicht hat Armin dir Bescheid gegeben, ich habe mit Armin gerade geredet, alles drum und dran und zwar bezüglich der Unterschrift, mein Lieber, du bist der einzige YouTuber, der noch fehlt zur Unterschrift und ich dachte, vielleicht können wir die Unterschrift einfach schön machen. Warte. Für was meinst du gerade Unterschrift? Könntest du einfach nur kurz ganz entspannt deinen Namen draufsetzen, dann ist alles in Ordnung, weißt du, nur kurz einmal a wife hinschreiben und dann passt der Hase Bro, doch schon, weißt du? Für Alphastein hier, nimm das Drecksflugzeug. Bro, ich will nicht, dass er wiederkommt. Bro, bitte wirklich, du kannst ja darüber nachdenken, du hast nachgedacht, ich habe dich angesprochen und ich hatte sogar etwas für dich, was dir weiterbringen könnte, wo du sagst, okay, vielleicht habe ich doch einen Grund zu unterschreiben. Bro, bitte. Ohne Scheiß. Bro, wirklich, ich habe etwas, was dir helfen würde. Ist mir egal, ich werde einfach ständig entbannen und Ende. Bro, ich habe etwas, was dir helfen könnte. Beziehungsweise, ich habe etwas, was du willst. Junge, was willst du? Guck mal hier. Ich habe etwas, was du willst. Das hier, das will ich, Bruder. Schöne Elytra, bisschen rumzischen und so, du kennst es. Na, Bro, ich habe etwas, was noch viel wertvoller für dich ist als die Elytra. Ich weiß, was du meinst. Ich sag mal so, habe zufälligerweise auch schon am Start. Alles gut. Bro, ich brauche gar nichts. Ich mein's einfach wirklich. Schon gebannt und fertig, Junge. Bro, ich sag dir, ich habe wirklich etwas hier für deine Elytra. Ja, danke. Aber ich lasse ihn gebannt, Bro. Wirklich. Bro, wirklich. Ich habe jetzt auch keinen Bock, darüber zu reden. Bro, wo? Woher, Junge? Bro, ich meine, du könntest ja eine Stell dir vor, der Kopf von AYPD, der einzige Kopf, der jemals auf der Insel gefallen ist. Bro, den hat niemand. Niemand. Den hat niemand, außer ich, mein Lieber. Und ich sag dir ehrlich, du kannst ihn wieder haben. Für eine Unterschrift. Digga, das Junge, nee. Bro, ich habe keinen Bock. Einfach soll gebannt bleiben. Mach mit dem Kopf, was du willst. Bro, eine Unterschrift entspannt und er wird sich bei dir entschuldigen oder sowas. Es gibt nur einen einzigen Kopf, von denen hat er jetzt versprochen, wirklich. Ja, ich überleg mal. Ich melde mich gleich nochmal. Wie du überlegst? Ja, ich warte hier dann, Bro. Ja? Ja, okay. Das kann halt nicht dauern, ne? Ja, egal. Ich werde hier einfach warten. Ich werde nicht auf der Insel spielen, wenn Alphastein gebannt ist. Also werde ich mich nicht vom Fleck bewegen. Bro, warum hängst du so an Alphastein? Wirklich, Bro, er hat sich für mich bannen lassen. Ich muss ihn entbannen, Bro. Und auch wenn ich die ganze Nacht hier stehen muss, ich werde hier rumstehen. Bro, wie ein Krieger. Bro, wegen ihm haben wir den ganzen Stress gehabt. Was laberst du da? Ich werde rumstehen. Überleg's dir und komme zurück. Bro, ja, mal gucken. Ich kläre das. Und überleg's dir, dein Kopf wartet. Junge, du bist. Warum hast du denn eigentlich? Ich werde genauso hier stehen bleiben. Aber und ganz warten. Wo hast du denn her?
Das ist egal. Ich werde, ja. Ich kann, Bro, ja. Keine Ahnung. Ich überlege mit Amir. Okay, ich werde hier stehen, bis du wiederkommst, mein Lieber. Ja, dann viel Spaß, dann. Ich werde stehen bleiben und nicht spielen. Ja, okay. Ich werde da sein. Ja, ja. Junge, er hat einfach meinen Kopf. Junge, wie das aussieht, dieser kleine 31er. Es gibt wirklich nur einen einzigen Kopf und das ist der, weil ich im End gestorben bin. Also muss Russak den irgendwie bekommen haben. Bro, ich habe keine Ahnung wie, ne? Das muss ja eigentlich, steht da immer noch, das muss ja eigentlich Ente sein. Okay, wir gehen mal ganz kurz zur Army. Ich glaube, das ist gerade in der Geheimbase, Freunde. Deswegen gehen wir da ganz kurz hin und sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, ich bin jetzt in der Geheimbase angekommen und ich würde sagen, wir gucken direkt mal, wo Army ist. Army? Ja. Ach, da bist du. Was geht, was geht? Jo, was hey, geht? Bro, wir müssen ganz dringend reden. Ja, was denn? Junge, du hast bei Russak unterschrieben, bei dem Buch? Ja, ich hab seine, hat er dir die Gründe gesagt? Nee. Ich hab gesagt, ey, erstmal muss er dich überzeugen. Und ich habe immer noch mein Versprechen. Ich sag, ich will einfach schon die Hölle hier auf Erden machen. Wenn er wiederkommt, kann ich das erst einhalten. Ich will den einfach hops, Tim. Aber ja, Bro. Das wäre zwei Fliegen mit einer Klappe, sag ich ehrlich. Wenn er wiederkommt, mache ich ihn fertig. Wenn er nicht wiederkommt, weil du nicht willst, dann ist er eh gebannt. Ja, das stimmt auch. Ja, Bro, ich bin jetzt echt der allerletzte YouTuber, der noch unterschreiben muss. Sonst haben alle ja gesagt. Ey, Digga, wenn du nein machst, nein, Digga. Mich juckt das nicht, ob der kommt oder nicht. Wenn er kommt, werde ich ihn fertig machen. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, Russik hat ein sehr gutes Argument. Aktuell? iCrimex hat den Fortschritt das Ende erzielt. Geht der ins End? Bro, checkt der, dass man gebannt wird? Ey, Digga, sag nicht, ob wir Flauschi machen wir jetzt auch noch. Okay, oh, okay, Digga. Aber, Bro, bitte. Junge, warum immer bei den Wasserkriegern? Aber egal, ganz kurz. Russik hat auf jeden Fall, Bro, er hat meinen Kopf von Ente. Oh. Und er hat mir geschworen, ich bekomme diesen Kopf zurück. Und das ist der einzige Kopf, der von mir existiert. Wenn ich unterschreibe. Und das macht das Ganze halt schon echt schmackhaft. Noch, ich glaube, du kannst noch was rausholen. Also den Kopf, den brauchen wir. Den brauchst du wieder. Ja, safe call. Du kannst nicht, dass sie den Kopf haben. Das geht nicht, das geht nicht. Ja. Bro, vielleicht kann man noch irgendwas dazu machen oder so. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, was ich ihm gleich sagen werde? Alphastein muss sich bei mir persönlich entschuldigen. Ich selber will von dem hören, dass er nie wieder bei mir sprengt. Und dass es ihm leid tut. Ich kenne Alphastein, der wird das niemals über die Lippen bringen. Niemals wird er das sagen. Das wird eine Voraussetzung. Das wird eine Voraussetzung. Gute Idee. Gute Idee. Aber mach, wir brauchen den Kopf. Den darf den nicht haben. Safe. Oh, ey. Hm? Weißt du, was ihm auch wehtun würde? Was denn? Wenn er einen Tag lang dein Diener wäre und alles macht, was du ihm sagst. Bro, das habe ich schon mal gemacht auf YouTube, wenn sie leid. Das hat er doch mit dir auch gemacht. Du musst auch mal auf den hören, als du bei Russik da warst. Ja, so halb, aber... Ja, oh, das bin ich auch umkommandiert. Halt Digga, ich würde es machen, direkt. Weißt du was? Okay, ich schlag's vor. Er muss es ja akzeptieren. Entweder macht er das oder vorbei. Dann kannst du den Kopf auch anders holen. Ja. Ja, lass machen. Okay, Junge, sehr gut. Max auch im Transit. Junge! Ach, weißt du was? Mir ist das egal. Wenn er reingeht und gebannt wird, dann ist er dann halt gebannt. Dann ist er auch raus bei Wasserkriegern. Ja. Dann ist er leider raus. So, gleich recht für alle. Ja, das stimmt, das stimmt. Ey, Digga. Ja, Bro, keine Ahnung. Ich rede nochmal mit Russak jetzt und wenn wirklich Alphastein. Hä? Also, was mit Alphastein? Wenn er wirklich all die Sachen macht und mir ohne zu lachen sich entschuldigt und so, dann ist okay. Ja. Dann ist okay. Ja, okay. Dann geben wir ihm noch eine allerletzte Chance. Die dann wahrscheinlich auch wieder kaputt machen oder dann machen wir ihn fertig. Ja, ich habe mein Versprechen schon gegeben, egal, wenn er kommt, ich greife ihn an. Bro, wenn er jetzt nochmal irgendwas macht, vorbei. Dann wirklich vorbei. Dann machen wir Ente 2.0 mit dem. Ja, Ente, nee, Digga, wir machen was Neues mit dem. Ente war da dagegen noch im Kindergarten. Okay, okay. Ja, easy, dann mach ich mich nochmal auf den Weg zu Russak. Der steht da irgendwo im Berg und meint, er bleibt da stehen. Ich geh jetzt mal grad gucken. Aber okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich geh jetzt schlafen, Digga. Das war heute ein sehr eventvoller Tag für mich. Ja, okay, hau rein, Bro. Okay. Wenn was ist, schreib. Ciao. Ja, wenn du was brauchst, schreib. Ciao. Okay, okay. Freunde, wir machen uns direkt auf den Weg zu Russak. Aber ich sag euch eine Sache: Alphastein wird niemals sich bei mir entschuldigen. Ich kenne den. Der wird das safe nicht machen. Aber ja, wir geben unser Bestes und sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, inzwischen ist einfach Nacht. Und Bro, er steht immer noch. Was geht? Bro, hast du jetzt wirklich 20 Minuten oder so hier einfach nur rumgestanden? Ja, ich dachte, ich wollte dich schon abschießen. Ich dachte, du wärst ein Drache gerade. Komplett lost. Okay. Also, ich sag dir so, mein Lieber, ich werde mich nie wieder von dieser Stelle rühren, wenn du nicht unterschreibst. Ist okay. Wir können reden, Bro, wir können reden. Was? Ich sag mal so. Du unterschreibst? Nein, noch gar nichts, Bro. Du hast mir dein Angebot gesagt. Ich habe mit Armin mich ein bisschen besprochen, keine Ahnung was. Ja. Yeah. Und ich kann dir einen Gegenvorschlag machen. Ja. Yeah. Also, den Kopf will ich auf jeden Fall haben. Okay. Bro, wegen Alphastein gibt's hier Beef und Krieg. Ja, okay, okay, red weiter. Was bist du sonst? Also, ich will den Kopf haben. Ja. Ich will eine persönliche Entschuldigung. Ich will, dass Alphastein auf Ernst, nicht im Hintergrund noch oder irgendwas. Okay. Ich will eine ernste Entschuldigung vorher, per WhatsApp, ist mir ganz egal. Ich will eine ernsthafte Entschuldigung und dass er mir sagt,
dass er nicht mehr grundlos bei mir Sachen zerstört. Okay, das kriegen wir hin. Die Voraussetzungen plus er wird einen Tag lang mein Diener sein. Okay. Einen Tag lang. Ich werde ihm alles sagen, er kann farmen gehen. Wenn ich springt. Macht er, wird er machen, wird er machen. Ich werde mit ihm reden, später. Ja. Ups, warte. Danke. Okay, weißt du was? Weißt du, wie wir es machen? Was? Ja? Sag ihm, er soll mich jetzt anrufen, jetzt. Ich will jetzt die Entschuldigung hören, jetzt sofort. Ja, okay, ich werde ihn jetzt... Sonst unterschreibe ich nicht. Und ja, die anderen zwei Sachen im Nachhinein. Okay, ich werde ihm sofort eine Nachricht schreiben, warte. Okay, ich kontaktiere ihn sofort. Ich habe ihm jetzt geschrieben, entschuldige dich sofort bei Wife, ruf ihn an, es ist wichtig, Bro. Okay, so zack, zack. Er wird dich gleich anrufen in den nächsten Sekunden, Bro. Er ist online, er liest sogar, glaube ich. Ja, okay. Bro, du kannst ihm auch sagen, nur wenn er das macht... Ansonsten wird er nicht entbannt, ganz einfach. Ja, ich hab's ihm alles gesagt. Ich hab ihm wirklich alles genau so gesagt. Alles ist gut. Okay, er ruft, glaube ich, an. Ja, wir warten. Er ruft an, warte über WhatsApp Web. Ich kann am PC dran gehen, dann hört man's. Hallo? Hallo? Was geht? Wie geht's, mein Kumpel? Willst du mir irgendwas sagen oder warum rufst du an? Weil wir sind so gute Freunde, deswegen wollte ich einfach mal melden bei dir. Wir sind gar nichts. Wir sind beste Freunde. Nee. Also, weißt du noch, wie wenn wir Mörder und Hide and Seek spielen? Das macht immer so Spaß mit dir, Lukas. Weißt du, was auch sehr viel Spaß macht? Was ist denn? Die YouTuber-Insel. Genau, YouTuber-Insel, ja! Ah. Oh, da bist du ja gebannt, oder? Kann das sein? Hä? Denkst also, du? Komm, nicht drum rumlabern. Du weißt genau, warum du anrufen solltest. Ich höre. Wife. Ja. Du hast es schon angesprochen, YouTuber-Insel. Lukas, also, ich habe gehört, Rossi gibt sich gerade voll viel Mühe. Der versucht gerade wirklich jeden YouTuber zu bezeugen und bitte, Wolf, sag auch hier, bitte hol mich wieder. Junge, du weißt genau, sag es oder ich werde dich nicht entbannen, ganz einfach. Du weißt es tut mir leid, Wolf, es tut mir leid. Ich würde nichts mehr tun auf der YouTube-Insel gegen dich, ich werde nur noch Sachen bauen oder so. Aber ich will, dass du schwörst. Ich werde nie wieder cheaten, ich werde nichts. Schwörst, dass du nie wieder bei mir was sprengst. Bro, spreng bei wem du willst, aber nicht bei uns oder bei mir. Das will ich hören aus deinem Mund. Darf ich Fingerkreuz? Junge! Okay, ich leg wieder auf. Nein, bitte, wirklich, ich will nichts mehr sprengen bei euch. Also, letzte Chance. Sag's einmal, ich schwöre, ich spreng bei euch nichts mehr. Ich sprenge nie wieder was bei euch. Einfach schnell, sag's doch einfach einmal nochmal, Bro, ist doch nicht so schwer. Hab ich nur nochmal gesagt, hast du das gegen meine Aussprache? Sag jetzt! Es tut mir leid, Wife. Ich schwöre, ich springe nie wieder was bei euch. Ich vertraue dir, okay? Ich vertraue dir. Wife, bitte, ich will nur wieder mit euch spielen. Ja, ich vertraue dir. Bitte, gut, ich fühle mich so ausgegrenzt. Es macht keinen Spaß. Ich leg jetzt auf. Ciao. Und noch viel Spaß bei... So, aufgelegt. Okay, Bro. Ah, Freunde. Jetzt hast du mit ihm geredet. Ja, jetzt ist doch alles gut. Dies, das. Hier. Das ist auch wirklich der echte, nicht Fake-Kopf oder sowas. Da steht's. Ja, ich werde es ausprobieren. Ja? Ja. Okay, hast recht. Dann. Warte, die Unterschrift, ja? Ja? Hä? Wo steht das? Das steht zweite mir gar Seite, nicht. Oder nicht? Nein, das ist nicht abgespeichert. Warte, du hast dich abgespeichert. Ich schwöre, es war die Extra. Lukas! Das ist kein Spaß! Du musst fertig drücken! Jetzt, okay, hier. Ja! Ich muss das, you! Danke, Lukas! Nein, ciao. Ich muss das, you! Ey, Junge. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, war das ein Fehler, dass ich jetzt Alphastein quasi mit der Unterschrift entbannt habe oder war es kein Fehler? Oh mein Gott. Aber auf der anderen Seite, wir haben den Kopf wieder. Niemand hat meinen Kopf jetzt wieder auf der YouTube-Insel. Und somit sind wir eigentlich komplett clean, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Boah. Freunde, es könnte wirklich ein Riesenfehler sein. Es könnte aber auch wirklich... Bro, im Endeffekt, was will Alphastein? Wir haben es jetzt gesehen. Wenn wir den zerstören wollen, dann zerstören wir den ganz, ganz einfach. Und auch wenn das ein Fehler ist, aber ich glaube an das Gute in Alphastein. Und wirklich, das ist jetzt wirklich, Bruder. Junge YouTuber-Insel 1, 2, 3, 5, 6, 7, egal wo...
tausendmal immer dasselbe, aber das ist jetzt wirklich endgültig die allerletzte Chance für Alphastein. Alpha, wenn du das hier siehst, mach bitte keine Flachserei mehr. Hab einfach Spaß auf der YouTube-Insel. Natürlich, man sprengt mal hin und wieder dies und das. So ein bisschen ist ja auch in Ordnung, aber du übertreibst halt wirklich. Nur hoffe ich, dass das halt einfach nicht wieder vorkommt und du einfach eine geile Zeit wie jeder andere YouTuber auf der YouTube-Insel hast, Junge. Aber ja, Freunde, ich bin raus. Das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da und haut rein, Freunde. Ciao. Wow. Das ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und